Mein Name ist Regina Kubelka. Ich quatsch ganz gern und tratsche ein bisschen und habe mir gedacht, okay, da mache ich mit und möchte ich einen kleinen Ausschnitt aus meinen Arbeiten zeigen. Ich bin Künstlerin und arbeite mit Metall, Licht und Farbe. Art of Painting Design erfüllt die Sehnsucht nach Neuem, Ungewöhnlichem, ist extravagant, einzigartig und erlaubt ungewöhnliche Kompositionen. Also die gesamte Bildwirkung mit dem reflektierten Licht wird für mich eigentlich Ausdrucksmittel einer neuen Skulptur. Sie startet einen Wahrnehmungsprozess, wo der Betrachter eingeladen ist, damit zu spielen. Das heißt, je nach Positionswechsel oder wie er halt vor dem Bild turnt, entstehen neue Eindrücke. In Zusammenarbeit mit Architekten und Privatkunden werden Räume und Wände gestaltet. Zusätzlich baue und konstruiere ich noch mit Metall zwei- und dreidimensionale Objekte und auch die Kombination mit anderen Materialien wie Glas, Holz oder Kunststoffe werden eingesetzt. Lichtkörper, Körperschatten, Farbe, projiziertes Licht. Dieser Mix aus Material und Form ermöglicht ungewöhnliche Kombinationen und ist auch meine Motivation, mit diesen Materialien zu experimentieren und zu gestalten. Jetzt kommen ein paar Beispiele aus dem Bereich meiner Objektgestaltungen. Es geht hier hauptsächlich um geschliffene Edelstahlflächen. Also ich habe eine eigene Schleiftechnik dafür entwickelt. Und das Ganze wird eben mit Licht ergänzt. Hier ein Beispiel, also speziell geschliffener Edelstahl mit LED-Licht und das taucht dann den ganzen Raum in eine besondere Stimmung. Hier halt eine Bar, ist eh klar. Diese Säule dient als Kleiderschrank und ist so konstruiert, dass sich die Teile, die Edelstahlflächen rundherum drehen lassen. Auf speziellen Wunsch meiner Kundin habe ich dann eine bestimmte Ornamentik noch eingraviert und mache das Ganze sehr persönlich. Dieses ungewöhnliche Frontdesign ist ebenfalls mit einer weichen Farbigkeit ergänzt und die Lichtreflexe lassen das ganze Objekt wie eine Skulptur aussehen. Jetzt folgen noch ein paar Beispiele aus Architekturprojekten. Hier wird auch der Raum und die Zeit mit einbezogen. Also es geht wiederum um edelstahlgeschliffene Flächen. Hier ein Turm im Ruhrgebiet, also diesjährige Kulturhauptstadt Europas. Also ein 45 Meter hoher Turm habe ich mit konvexen und konkav gewölbten Edelstahlflächen umhüllt und darin soll sich das Licht sozusagen, im Tageslicht und Nachtlicht, sozusagen reflektiert werden. Hier ein Architekturprojekt mit einem Architekturbüro, ein ungefähr 4 Meter hohes V-förmiges Objekt, Edelstahl wieder geschliffen, gekantet und gefaltet. Das Muster ist auch übernommen worden dann in die Möbel sozusagen. Ebenfalls hier ist ein Mauervorsprung gestaltet mit unter einem Glasdach, wo sich das Licht wieder reflektiert und mit die Licht- und Schattenwirkung eben besonders anregend ist. Zusätzlich eine Metallfläche mit gebürsteten und strukturierten Edelstahl. Ja, Bild, Metall und Licht, das sind meine drei Elemente, mit denen ich meine Ideen und Vorstellungen transportiere und ich stelle das Ganze in einen Raum-Zeit-Kontext. Hier gibt es noch ein Beispiel von einem großflächigen Ornament, welches eben die Ornamentik in der Architektur jetzt wieder mehr Bedeutung und in der Gestaltung eingesetzt wird. Das
dieselben Inspirationen, die ich in meinen Metallarbeiten verwende, finden eine Erweiterung in meiner Bilderwelt. Also hier geht es allerdings nicht um projiziertes Licht, sondern um gemaltes Licht. Die Inhalte meiner Bilder erlauben Assoziationen, Landschaften zu Architektur oder zu Kosmos im Allgemeinen. Sie wirken spacig, fetzig, sind rätselhaft, abstrakt und sind für mich eigentlich Ausgangspunkt einer neuen Sprache für die Malerei. Ja, zusammenfassend möchte ich sagen, meine Artkonstruktionen führen für mich, ich nenne das in eine neue Dimension faszinativer Empfindungen, und sie steigern die Wahrnehmungsfähigkeit und die Vorstellungskraft des Betrachters. So, ich sage dazu, it's my evolution of art. Ich suche Kontakt zu Architekten, Bauherren und Privatkunden, die meine Arbeiten in ihre Projekte integrieren möchten. Und last but not least, Atelier Kubelka. Ich sage nach dem Motto, the future is now. Ciao und danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.